Erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Gern geschehen. Ich muss mich entschuldigen, dass ich das Einzige, was ich momentan in der Nase habe, eine Erkältung habe von der kalten Luft, die hier in Deutschland herrscht. Was haben Sie sonst in der Nase? Gott sei Dank nichts. Das Problem ist, Entschuldigung, aber das Problem ist doch, ein Einkommen, das ausreicht, mein Leben zu bestreiten. Das Problem ist doch, dass wir keine Arbeitsplätze schaffen. Arbeit, das ist doch egal, ob das der Herr Schmidt sagt oder Herr Groß. Nee, Entschuldigen Sie, was soll ich denn zuhören? Dann kriegen Sie mich doch zurück und sagen, Sie bauen Sie ein Hochhaus, dann haben Sie 20.000 Arbeitsplätze. Das hat doch mit Herrn Schmidt nichts zu tun. Das ist das politische Umfeld. Das politische Umfeld, was hier. Lassen Sie mich jetzt versuchen, einmal auszureden. Das hat doch keinen Sinn, das kann doch kein Mensch verstehen. Bitte? Versuchen Sie es. Wir müssen versuchen, die Leute in Arbeit wiederzubringen. Ich habe mich auch mit einem Unternehmen über Ihren Fall unterhalten. Die Leute in Arbeit Sie müssen ein Umfeld schaffen, wo Unternehmer wieder Arbeitsplätze schaffen. Die Politik kann nur die Rahmenbedingungen schaffen in Deutschland, aber nicht den Keller vom Nachbarn zu machen. Und die Leute nach dem Abitur oder in den Hochschulen müssen die halten. Sie müssen erstmal die Rahmenbedingungen, die Lohnnebenkosten senken, dass wir die Leute einstellen können. Es würden doch morgen 20 Millionen Leute sich Haushälterinnen einstellen, wenn sie die Lohnnebenkosten nicht hätten. Und jeder würde sich eine Nanny nehmen. Rede doch mal über was die Tatsachen sind. Lassen Sie mich doch einmal aussprechen. Sie reden doch die ganze Zeit. Sie reden doch nichts. Sie schreien doch extra hergekommen. Das gibt es doch überhaupt nicht. Was soll denn das? Lassen Sie mich doch mal ausreden. Warum sind denn in Amerika bei jedem Hamburger Laden wird der Sie reden doch einmal bitte aufhören zu schreien. In dieser Sendung hat noch